liebe Hausbauhelden, ich zeige euch in dieser Haustour eine moderne Stadtvilla, die aber schon seit 15 Jahren im Deutschen Fertighauscenter Mannheim als Musterhaus von Keitelhaus zu besichtigen ist. 15 Jahre sind für ein Holzfertighaus jetzt noch kein Alter, für eine Ausstattung aber in der Regel schon. Und der Clou ist, an diesem Haus wurden bis auf zwei Kleinigkeiten, die ich euch zeige, nichts verändert oder renoviert. Und man kann hier gut sehen, was die Geheimnisse einer zeitlosen Grundausstattung sind und was ihr davon habt in hochwertige Naturmaterialien und einen diffusionsoffenen Wandaufbau auf Holzfaserbasis zu investieren. Also kommt mit! Ganz klassisch modern für eine Stadtvilla ist der quadratische Grundriss. Das sind hier 10,58 m mal 10,58 m. Dann haben wir hier noch so einen Erker, der da 2,50 m rausspringt, 6,45 m breit ist, der innen eine tolle Wohnraumerweiterung bringt. Und auch ganz klassisch ist das 22 Grad geneigte Zeltdach, das sich oben in einem Punkt trifft. Hier mit so einem Flachziegel in Anthrazitgrau. Auch modern sind die Dachuntersichten, die glatt gestaltet sind, also es ist ein Umlaufen 50 cm mit so einer Dreischichtplatte, die weiß gestrichen ist und ganz klassisch auch die weiße Fassade und die Fassadengliederung, die symmetrisch ist. Wir haben hier überall die gleichen Fensterformate, die im Obergeschoss sind 1,70 Meter hoch und die einzelnen sind entweder 1 Meter oder die doppelten dann eben 2 Meter breit. Das gibt innen auch eine ganz schöne Brüstungshöhe von 40 cm, was wir uns natürlich anschauen. Und wir sehen schon, dass hier oben und unten immer die gleichen Fensterformate übereinander stehen. Wenn wir jetzt hier rumkommen, können wir schon sehen, außer der weißen Putzfassade gibt es hier noch was ganz Besonderes, nämlich eine echte Glasfassade. Das sind jetzt wirklich Glasfassadenplatten, die sind jetzt hier auch schon seit 15 Jahren dran. Ich bin wirklich drum rumgelaufen, nirgendwo eine Stoßkante, wo irgendwas kaputt gegangen ist. Die sind auch wohl selbstreinigend, also der Regen läuft da ab, da muss man nie wieder was tun. Die Putzfassade ist in den 15 Jahren einmal neu gestrichen worden, wurde mir gesagt. Hier muss man nichts dran machen. Die Platten sind anthrazitgrau, das ist der Farbton 7016, der auch bei den dreifach verglasten Holz-Alu-Fenstern außen auftaucht. Innen sind die weiß und wir haben auf dem Dach eben auch diesen Flachziegel in Anthrazit. Wie gesagt, das Haus steht schon ein bisschen länger, schon 15 Jahre. Sowas wie Photovoltaik oder Smart Home Konzepte ließen sich natürlich da auch integrieren. Bei dem Haus ist aber jetzt wirklich mal Basis gezeigt. Das heißt aber nicht, dass es hier überall Grundausstattung hat, denn wir sehen hier schon eine riesen Hebeschiebetür. Die ist 5 Meter breit und an der Stelle braucht es dann in der Konstruktion da auch einen Stahlträger. Ich zeige euch nachher von innen, die Tür läuft wirklich super leicht und locker, obwohl das ein Riesenelement ist und das Haus schon eine Weile steht. Und das zeigt eben auch, dass es sich lohnt, da in hochwertige Dinge zu investieren. Jetzt schauen wir mal auf die Ecke zur Eingangsseite. Wenn wir jetzt hier um die Ecke kommen, sehen wir so eine Platte auch mal ungeschnitten. Diese Glasplatten, die können also wirklich hier 2,30 mal 1,70 sein. Das ist klar, die sind schwer, die sind teuer, aber das ist ein Material, das sich wirklich nicht verändert und das wirklich sehr, sehr pflegeleicht ist. Hinter der weißen Putzfassade verbirgt sich ein diffusionsoffener Wandaufbau mit Holzfaserdämmung und der Hersteller bietet es an, sowohl zwischen den tragenden Holzständern als auch das Wärmedämmverbundsystem, das außen drauf ist. Das heißt, da ist dann kein Styropor drin, keine Folien und ihr habt dadurch einen Wandaufbau mit einer sehr hohen Masse, mit einer sehr hohen Phasenverschiebung, was den Hitzeeintrag im Sommer angeht. Und abgesehen davon, dass das Ganze diffusionsoffen ist, der Hersteller baut auch einen Großteil seiner Häuser ohne kontrollierte Lüftungsanlage. Für Leute, die das vielleicht nicht wollen, habt ihr eben auch wirklich im Sommer, wenn es heiß ist, da drin 12 Stunden lang
kühl. Und dann fängt erst die Wärme an, nach innen durchzuwandern. Dann ist es eben meistens schon dunkel. Und als Bild kann man mal sagen, um den gleichen Wärmeschutz im Dach zum Beispiel zu erreichen mit Mineralfaser, bräuchte man da ein 50 cm dickes Denkpaket obendrauf. Das lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht. Und jetzt sind wir auch schon im Eingangsbereich. Da gibt es noch mal eine Materialthematik. Und zwar haben wir hier überall im Außenbereich, aber auch innen, Solnhofer Marmor. Also man sieht schon diese Sitzbank, diese Platten im Außenbereich, aber auch diese Fliesen sind Solnhofer Platten. Und das ist eine Materialität, die hier erstens durchgeht und zweitens eben auch, der hat Wind und Wetter nichts an. Also das heißt, es bleibt einfach schön. Dieser vorgesetzte Eingangsbereich ist, wie ich finde, ziemlich repräsentativ und das mit einfachen Mitteln. Wir haben hier 2,30 Meter x 1,80 Meter. Das heißt, man ist hier wirklich Wind, Wetter und Regen geschützt. Kann dann eben auch diese Solnhofer Platten, die für den Innenbereich sind, hier bis außen hin rauslegen, sodass man einen durchgehenden Eingangsbereich, einen durchgehenden Bodenbelag hat, der dann hier eben sehr schön übergeht in diese Pflasterung. Und dieses große Haustürelement, das ist Holz, das ist eben auch Anthrazit, hat hier so ein Fingerprint-Ding auch vor 15 Jahren schon gehabt. Und wir können hier gerade mal kurz gucken. Man sieht jetzt hier, wo man diesen Fingerprint programmieren kann. Und ich habe mir sagen lassen, man kann hier bis zu 99 Nasen, also 99 Fingerabdrücke speichern und den Leuten so eben Zutritt zum Haus geben oder eben auch nicht. Und jetzt schauen wir uns an, wie es drin weitergeht. Holztüren im Sicherheitsstandard RC2 wären Standard. Heute wäre die Tür 10 cm stark, einfach wegen der Dämmung. Das ist eine Sache, die sich in den letzten 15 Jahren ein bisschen geändert hat. Insgesamt hat das Haus 195 Quadratmeter Wohnfläche. Der Flur, die Diele, hat davon 16,3 Quadratmeter. Es gibt hier eine Geschosserhöhung, die vorgenommen wurde, sodass man eine lichte Raumhöhe von 2,68 Meter hat, was für so ein Erdgeschoss und für etwas größere Räume immer sehr, sehr schön ist. Wir sehen auf dem Boden schon die eben erwähnten Natursteinplatten. Das ist jetzt hier der Solnhofer Marmor. Das ist 30 x 80, ein langes, schmales Format. Hat man sich aber immer noch nicht dran leid gesehen, finde ich. Es muss nicht immer, die müssen nicht immer die Riesenplatten sein. Und was wir hier noch sehen können an Materialkonzept, alles Holz, was hier verbaut ist im Inneren, ist Ahorn. Das ist ein sehr helles Holz mit wenig Maserung. Man sieht, das ist jetzt in den 15 Jahren schon ein bisschen nachgedunkelt. Auch die Türrahmen sind in Ahorn und das ist wirklich auch sehr stimmig. Ich schaue ja immer als erstes nach der Garderobe und hier habe ich natürlich wieder die klassische Musterhauslösung. Da steht so ein Ständer, aber hier versteckt sich was und zwar gibt es hier eine tiefe Einbaunische, die man komplett aufmachen kann. Hier im Musterhaus ist da jetzt keine Garderobe drin, sondern so ein Begrüßungsscreen, deshalb muss man da jetzt nicht reingucken. Aber das ist natürlich eine schlaue Lösung, um hier eine ganz aufgeräumte, schöne Optik in die Diele zu bringen. Ganz wichtig fürs Ankommen ist auch, dass man helle Bezüge hat und Sichtachsen. Und hier ist es eben so, dass es jetzt hier diese ganz lange Sichtachse einmal quer durchs Haus gibt, die hinten auch direkt in ein richtig platziertes, bodentiefes Fenster läuft, sodass man da auch rausschauen kann. Außerdem gibt es hier im Erdgeschoss eine Rundlaufmöglichkeit, was sehr schön ist. Und deshalb schauen wir jetzt hier als erstes ins Wohnzimmer. Der Wohnbereich sind 26,5 Quadratmeter und der findet jetzt eben hauptsächlich in diesem Erker statt, der von außen mit den anthrazitfarbenen Glasplatten verkleidet ist und 2,50 Meter rausspringt. Highlight ist hier natürlich diese 5 Meter Front mit der Hebeschiebetür. Da hatte ich euch ja von außen schon gesagt, das ist bautechnisch sehr aufwendig. Da ist in dem Fall tatsächlich ein Stahlträger drin. Und man kann sehen, dass diese große Tür auch nach 15 Jahren
absolut leicht auf und zu läuft. Das ist natürlich einfach eine sehr, sehr aufwendige und sehr teure Lösung. Ihr könntet hier auch mit Festverglasungen arbeiten, zumal ja hier jetzt auch keine Terrasse davor ist. Das ist jetzt dem Musterhausstandort geschuldet. Aber dann macht es natürlich auch keinen Sinn, hier diesen Öffnungsflügel zu haben. Und hier haben wir jetzt eine Festverglasung drin. Die ist jetzt 1,80 x 2,35. 2,35 ist immer die Höhe umlaufen von allen bodentiefen Elementen hier. Und dann wäre das auch sehr schön hell. Man kann schon sehen, Tageslicht und ein, zwei schöne Materialien sind wirklich die Grundlage für eine Ausstattung, wo man wirklich die Möbel immer wieder ändern und alles anpassen kann. Das Ganze ist ein Musterhaus, 15 Jahre, sieht man vielleicht an der Möblierung schon. Also da bitte drüber hinwegsehen, aber einfach nochmal schauen, was dieser Natursteinboden hier für eine schöne Atmosphäre reinbringt. Das ist was ganz anderes als eine Fliese hier drin und natürlich wesentlich strapazierfähiger als ein Parkett. Das hättet ihr wahrscheinlich schon mal abschleifen oder ändern müssen. Dazu sage ich euch oben noch was. Und wenn wir jetzt hier weitergehen in die Küche, seht ihr schon, es gibt hier in der Decke so eine Schiene. Auf dem Boden sieht man aber nichts. Und hier kommt jetzt ganz spektakulär wieder unsere Ahornwand. Das war ja das Holz, das hier eingesetzt wurde. Das ist eine Riesenschiebetür. Auch die läuft übrigens sehr, sehr leicht. Die ist 2,30 breit, Raum hoch, also 2,68, die hier komplett den Wohnbereich abtrennen kann. Und das ist natürlich auch eine aufwendige Sache, denn normalerweise habt ihr nochmal eine Führungsschiene im Boden. Das ist natürlich viel schöner, wenn das auch ohne funktioniert. Wenn wir jetzt hier rumkommen, werdet ihr sehen, dass diese Schiebetür entweder hier ein Einbauregal öffnet oder schließt oder eben diesen Wohnraum abtrennt. Ihr seht schon, wenn jetzt hier abgetrennt ist, öffnet sich dann hier eine richtig tiefe Einbaunische, wo man wirklich ganz viel unterbringt, ohne dass man zusätzlichen Sideboard oder Möbel hier braucht. Das ist vom Schreiner eingebaut und auch das alles in Ahorn, ebenso wie der Tisch. Und hier seht ihr jetzt hinter mir schon den normalen Drehkippbeschlag. Das ist immer ein Element 1 Meter breit. Das heißt, die Doppelelemente sind 2 Meter breit. Die haben wir dann hier auf der Seite ganz rum. Und insgesamt haben wir in dieser Wohnküche jetzt 40 Quadratmeter. Wenn man dann hier jetzt zur Küche kommt, sieht man schon, eigentlich ist das ganz schön gelöst an der Stelle, diesen Kochtresen auch von der Richtung so zu stellen wie der Esstisch. Der ist auch gleich breit, also von der Flucht her sind es hier 90 cm mal 2,40 m. Wir sehen schon, es gibt hier schwarz, Naturstein, dieses helle Holz überall. Und das schafft eben wirklich eine sehr, sehr gute Grundbasis für eine Einrichtung. Wir haben hier eine Natursteinarbeitsplatte, Granit Nero Assoluto. Der ist wirklich auch unverwüstlich. Und jetzt könnt ihr gerade mal da hinten gucken. Diese Rückwand ist tatsächlich einfach nur Raufaser schwarz gestrichen. Und das finde ich eine ganz witzige Sache, weil das mit dieser Natursteinarbeitsplatte da wirklich so wie in einem Material übergeht. Es ist natürlich jetzt vom Spritzschutz hinter dem Waschbecken, müsstet ihr da irgendeine Elefantenhaut oder was draufstreichen. Da ist also jetzt eine gestrichene Raufaser hinter so einem hohen Wasserhahn vielleicht nicht optimal. Aber das ist natürlich viel günstiger, als wenn ihr euch jetzt da den Naturstein an der Rückwand auch hochzieht. Hier ist es grundsätzlich so, vor 15 Jahren hat man diese Abzüge nach unten noch nicht gehabt. Wenn ihr jetzt hier keinen Dunstabzug von oben haben wollen würdet, würde man da heute sicherlich so ein Kochfeld mit einem Abzug nach unten einbauen. Und dann müsste man sich auch überlegen, ob das so praktisch ist, wenn das Waschbecken so weit weg ist vom Kochfeld. Also das könnte man natürlich auch in diese Theke hier integrieren. Da müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr den Bodenzulauf braucht fürs Wasser. Das ist wieder ein bisschen aufwendiger, muss man sich überlegen. Man könnte natürlich auch das Kochfeld woanders hin. Und was ihr auf jeden Fall bedenken müsstet, mein Lieblingsthema Steckdosen. Hier ist jetzt in diesem Mittelblock überhaupt keine Steckdose drin. Das könnte man aber wunderbar hier an der Seite integrieren. Und da hinten sind es jetzt auch nur 3, also 8 bis 10 Steckdosen in der Küche. Solltet ihr auf jeden Fall einplanen. Dann haben wir hier nochmal parallel begleitend so eine Möblierung, die dann 1,75 hoch ist. Das finde ich eine ganz schöne Höhe. Da kann man nämlich dann wirklich noch was draufstellen. Das erschlägt einen nicht so. Man kommt überall gut dran. Man hat hier Kühlschrank, Kaffeemaschine, Backofen,
mal nicht direkt nebeneinander und alles schön in Bedienhöhe. Und auch da hinten diese ganz einfache Gestaltung, nur schwarz und weiß, ist, finde ich, dafür, dass das Haus schon 15 Jahre steht, wirklich sehr vorausschauend gewesen. Auch immer schön, wenn man von der Küche direkt raus auf die Terrasse kann. Hier ist jetzt noch mal so eine vorgesetzte Pergola. Das ist jetzt dieses doppelte Element, die normale Drehkipptür. Dann habt ihr natürlich da unten eine Austrittsschwelle. Das ist aber hier sehr schön gelöst. Das ist nämlich wirklich nur die Höhe des Rahmens. Also auch da lohnt es sich drauf zu gucken, wie macht euer favorisierter Hersteller diese Anschlussdetails. Auch sehr schön ist, dass man hier noch mal diese total geradlinige Pergola davor hat. Das ist eine Fläche von etwa 3 x 3,30 m. Das ist tatsächlich ein Doppel-T-Träger in Stahl vom Schlosser hier vor Ort zusammengeschweißt. Ihr müsst bei der Planung dann bedenken, dass ihr hier schon eurem Haushersteller sagt, wenn ihr sowas haben wollt, dass die Einbindung in die Fassade vorbereitet werden kann entsprechend. Und hier waren natürlich auch mal so große Sonnensegel drin, die man natürlich bei Regen wieder einfahren muss oder am besten mit einem Wetterwächter und einer smarten Steuerung ausstatten. Sonst geht es euch so, wenn es da reinregnet, geht das Ganze kaputt. Bevor wir hochgehen, schauen wir uns jetzt hier im Erdgeschoss noch das Gäste-WC und das Büro an. Das haben wir nämlich hier unten auch noch. Und das Gäste-WC verschwindet in diesem mittleren Block, wo wir ja auf beiden Seiten diese Einbauregale haben. Das liegt hier, die Türhöhe ist übrigens 2,11 Meter, das wäre auch Standard. Und hier haben wir jetzt ein innenliegendes WC, das nur 2,6 Quadratmeter groß ist. Ich würde euch empfehlen, das ein bisschen größer zu planen, damit ihr hier noch eine Dusche unterbekommt. Da reichen 3,5 Quadratmeter, weil es eben auch dieses Büro oder Gästezimmer gegenüber gibt und oben nur ein Bad. Aber jetzt erstmal zu diesem Raum. Hier haben wir jetzt die Sollenhofer Platten auch an der Wand. Da sind es dann 30 x 60 mit heller Fugel. Da sieht man schon, das wird dann sehr, sehr schön flächig und sieht einfach wirklich gut aus. Und ich habe euch ja gesagt, wir haben hier keine kontrollierte Lüftungsanlage drin. Das funktioniert auch ohne, aber natürlich nicht in einem innenliegenden WC. Deshalb ist jetzt hier so ein Rauscher, der dann praktisch nach oben per Ventilator absaugt und die Abluft übers Dach raustransportiert. Und das ist dann ein Gerät, das braucht man dann nur im innenliegenden WC, das hört man dann aber auch. Was jetzt bei einer Lüftungsanlage natürlich nicht der Fall ist. Und jetzt schauen wir noch kurz hier in das Büro, das sind 15,7 Quadratmeter. Hier ist jetzt im Musterhaus klassischerweise wieder die Glastür drin. Auch hier ganz spannend, zwei schwarze Wände. Finde ich wirklich, kann man machen, kann man hier mal zeigen. Wenn man hier so ein großes Fenster hat, ist das auch überhaupt kein Problem. Ist genug Licht drin. Hier sehe ich gerade die Holzfaserdämmung. Ich habe euch ja schon gesagt, das ist ein Naturmaterial, diffusionsoffen. Man merkt jetzt auch schon, das ist sehr steif. Das lässt sich nicht so rollen wie eine Mineralwolle. Deshalb ist es auch vom Transport und so, vom Einbau, viel aufwendiger. Deshalb kostet das in der Regel eben auch bei den Herstellern einen Aufpreis. Bei diesem Hersteller ist es so, dass es da, weil es ihm sehr wichtig ist, immer mal Aktionen gibt, wo das dann günstig ist. Dazu sage ich euch aber nachher bei der Preisinfo noch was. Wir gucken ganz kurz raus hier, weil es hier auch noch mal eine Sache gibt, die ich sehr schön finde, die hier im Standard drin ist. Wir haben hier diese Austrittsschwelle auch im Standard aus Granit und jetzt nicht nur so ein Blech. Das heißt, die ist einfach sehr stabil. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Die
die Vertikalität des Treppenhauses, dieser Nische, wird ganz schön betont durch diese geschossübergreifende Festverglasung hinter mir. Diese Glasscheiben sind 80 x 1,80. Davon gibt es 3. Das heißt, dieses Treppenhaus wird auch schön hell, das auch gut ist für den Kellerabgang, der da unten noch anschließt. Von der Treppenkonstruktion haben wir eine gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest, offen gestaltet. Diese Stufen hier mit dem Teppich drauf ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist nämlich schallschutztechnisch sehr angenehm. Vom Holz her haben wir jetzt hier tatsächlich Esche. Das ist Ahorn optisch sehr, sehr ähnlich. Es ist aber ein etwas härteres und strapazierfähigeres Holz. Und da haben wir auch schon den Stichwort, was hier neu gemacht worden ist. Wir haben nämlich hier oben jetzt einen Vinylboden. Ahorn Optik Landhausdiele. Hier war vor 15 Jahren ein echtes Ahornparkett drin. Der Boden ist eben nicht so strapazierfähig. Da müsst ihr dann entweder halt mal abschleifen oder ihr entscheidet euch gleich für einen Vinylboden. Von den Proportionen haben wir jetzt hier was ganz Besonderes, nämlich so einen langen, schmalen, durchgeschobenen Flur. Da können die einen sagen, das ist Platzverschwendung, die anderen sagen, wir haben hier eine Licht- und Sichtachse, das gefällt mir total gut. Das kann ja jeder machen, wie er es gerne möchte. Jedenfalls haben wir hier oben 14,5 Quadratmeter und eine lichte Raumhöhe von 2,55 Meter. Im Obergeschoss macht man meistens keine Geschosserhöhung, weil man da eben auch kleinere Räume hat. Ein Wort vielleicht nochmal zur Dämmung. Wir haben jetzt hier die Dämmebene in der obersten Geschossdecke. Das heißt, darüber ist ein Kaltdach, ein ungedämmter Dachraum. Es gibt eine Bodenklappe, da kann man trotzdem was lagern. Sachen, die jetzt eben nicht empfindlich sind, was Temperaturschwankungen angeht. Und wie gesagt, ihr habt durch diese hohe Dämmung in diesen Zwischendecken mit der Holzfaser hier wirklich kühle Räume. Also heute ist ein heißer Tag und hier ist es total angenehm, obwohl wir nirgendwo die Rollläden runtergelassen haben. Wir schauen jetzt als erstes mal hier nach hinten weiter. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn man so eine lange Sichtachse hat, die hell ist. Klar ist natürlich diese Nische, der Flur ist 1,10 breit, kann man jetzt vielleicht nicht so wirklich nutzen. Da hinten ist dann ein Fenster drin. 40 cm Brüstung haben wir hier oben umlaufend. Die Fenster sind 1,70 hoch und 1 Meter breit. Das heißt also, ihr habt hier überall die gleichen Formate. Auch hier gibt es wieder das einfache und das doppelte Format. Und man könnte sich natürlich auch vorstellen, diese Nische aufzuteilen in 2 Schranknischen, die man dann jeweils den beiden Kinderzimmern zuschlägt. Die sind gleich geschnitten, haben aber einen entscheidenden Unterschied und den schauen wir uns jetzt auch mal an. Das erste Kinderzimmer hier auf der Seite ist jetzt als Büro eingerichtet, deshalb auch wieder die Glastür. Es sind etwa 16 Quadratmeter und man sieht schon, dieser Raum hat jetzt nur ein Fenster, nämlich hier auf der Seite. Das ist jetzt dieses große doppelte Element. Davor diese Absturzsicherung aus Edelstahl, was optisch total schön ist. Ihr seht schon, die müssen dann abschließbar sein, weil das Ganze ist natürlich für Kinder jetzt quasi eine Kletteranimierung. Also da muss man sich dann überlegen, ob man das so macht oder ob man da eine Glasbrüstung macht. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Das zweite Kinderzimmer direkt gegenüber wirkt witzigerweise kleiner, obwohl es auch 16 Quadratmeter hat. Und hier hat man jetzt mal auf beiden Seiten dieses große Fensterelement. Kleiner wirkt es wahrscheinlich wegen diesem Bus. Und das ist auch was, was ich euch sagen möchte. Ihr müsst euch bei der Fensterplatzierung überlegen, wie ihr es mit der Möblierung macht. Hier ist es jetzt so, dass man eben tatsächlich hier auch noch ein Bett stellen könnte. Das sind hier genau 2 Meter. Da würde also ein Bett hinpassen. Ja, da hat man auch die Breite, die ausreicht. Hinter der Tür hat man eine Nische, die 65 cm tief ist. Das heißt, man könnte hier auch einen Schrank stellen. Dann ist es also mit der Möblierung kein Problem. Klar ist natürlich, einen Schreibtisch kann man auch vor so ein Fenster stellen. Aber ich finde, man kann sich das hier im Musterhaus ganz gut angucken, wenn ich 2 gleich geschnittene Räume habe. Was macht es für einen Unterschied, je nachdem, wie viel Tageslicht ich da reinhole?
Hier nebendran geht es jetzt ins Elternschlafzimmer mit integrierter Ankleide. Und hier haben wir tatsächlich insgesamt 25 Quadratmeter. Dieser Bereich ist jetzt 2,5 Meter breit. Der ist vorgesehen für die Ankleide. Das ist jetzt hier im Musterhaus nur angedeutet mit so einer Schiene. Das passt hier aber zweizeilig sehr gut rein. Und klar ist natürlich, wenn ihr da hinten Tageslicht habt, was ich persönlich sehr schön finde, braucht ihr für eure Klamotten hier was mit Schiebetüren, die wirklich zumachen, damit ihr da eben nichts ausbleichen habt. Jetzt ist es so, wenn ihr da natürlich durchgehend einen Schrank habt, darauf achten, dass ihr hier die 60 cm Tiefe habt. Das passt hier auch, alles richtig gemacht. Und da natürlich nicht da hinten in der Ecke an der Wand die Steckdosen bemustern, weil da kommt er dann im Zweifelsfall nicht mehr dran. Wir schauen jetzt hier gleich mal rum die Ecke. Da geht es dann nämlich weiter ins Schlafzimmer. Hier wieder diese schwarze Wand, finde ich super cool. Wir haben hier übrigens überall Raufaser, würde man heute vielleicht auch eher mit Streichputz oder Malervlies gestrichen machen. Raufaser hat immer den Vorteil, dass man Unebenheiten in der Spachtelung nicht so sieht, wenn ihr das auch selber machen wollt. Und auch hier finde ich diese schwarze Wand wirklich cool. Der Schlafbereich hat jetzt hier einmal den Zugang zu diesem Balkon auf dem Erker und einmal diese 40 cm hohe Brüstung. Da kann man vom Bett aus rausgucken und ich finde das wirklich wahnsinnig schön, die Proportion von diesen Fenstern und hier eben auch nicht bodentief zu sein. Das würde auch an der Stelle nicht gehen, weil da das Flachdach von der Eingangsüberdachung anschließt. Also ist das hier wirklich optimal, dass es hier oben umlaufend diese kleine Brüstung hat. Hier gehen wir kurz einmal raus auf den Balkon. Hier haben wir jetzt Waschbetonplatten auf dem Boden. Das ist auch Natursteinoptik und ihr seht schon, es gibt eine umlaufende Brüstung, die hochgezogen ist mit den Glasplatten. Das sind 65 cm und obendrauf, dass dann die Abschutzhöhe erreicht wird, nochmal sehr schön dieses Edelstahlgeländer, das man eben auch gehabt hat hier als Absturzsicherung vor den Fenstern. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man hier oben nochmal einen Balkon hat und jetzt gibt es hier noch eine zweite Tür. Das wäre natürlich nachts der kurze Weg auf die Toilette ins gegenüberliegende Bad, aber die könnte man sich natürlich auch sparen, denn auch auf der Seite gäbe es die Möglichkeit, den Flur nicht ganz durchzuschieben, sondern den Platz nochmal für Abstellfläche zu nutzen. Aber jetzt schauen wir mal ins Bad. Gegenüber liegt jetzt das Familienbad, das mit 15,7 Quadratmetern wirklich großzügig bemessen ist. Wenn ihr so ein großes Bad habt, ist es auch immer sinnvoll, das mit so kleinen Schamwänden oder einer T-Wand zu untergliedern. Hier, die ist jetzt 50 cm tief. Ich könnte mir vorstellen, 10, 20 cm mehr, dann wäre das WC auch wirklich abgeschirmt. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und hier haben wir wieder das Thema WC mit Aussicht. Natürlich macht es Sinn, hier von außen diese niedrige Brüstung durchzuziehen, damit das einheitlich ist. Hier könnte man dann sich überlegen, ob man nur mit einem Fensterflügel arbeitet oder halt mit einem Plissé. Hier gibt es auch diese elektrische Lamellenjalousie, die natürlich den Vorteil hat, wenn man die runter macht, kann man trotzdem noch rausgucken und es gibt eben Sonnen- und Sichtschutz von außen. Die sind hier überall drin im ganzen Haus. Das sind auch jetzt nicht nur so seilgeführte, sondern die sind immer schienengeführt hier an der Seite. Das ist gut, die sind wesentlich windstabiler und insgesamt sind diese Lamellenjalousien immer etwas teurer als die Standard-Fensterläden. Das sind dann etwa 4.000, 5.000 Euro Aufpreis fürs ganze Haus, wenn ihr jetzt statt der Rollläden diese Lamellenjalousien nehmt. Die machen nicht ganz dunkel, das müsst ihr fürs Schlafzimmer wissen, aber auch da gibt es dann so spezielle Lamellen. Jetzt sind wir hier schon in der Nische für die Wanne. Das ist jetzt tatsächlich ein Riesenteil, das ist eine richtige Spielwiese, so eine Wanne, wo man eben hier hinten 1,60 Breite hat, sodass man da wirklich zu zweit oder auch mit drei Kindern drin sitzen kann. Die ist hier oben nicht ganz geschlossen und es gibt diese Glasscheibe zur Dusche, was ich sehr schön finde, weil die Duschnische dahinter dadurch eben auch schön hell ist
Und zu dieser T-Wand möchte ich euch auch noch mal was sagen. Die ist jetzt hier 1,40 breit vorne. Und wenn ihr jetzt nur ein Bart habt, würde ich die auf jeden Fall ein bisschen breiter machen. Ihr habt hier noch genug Durchgang. Dann kriegt ihr hier auch locker einen Doppelwaschtisch hin. Und dann bitte rechts und links vom Waschtisch an die Steckdosen denken. Jetzt gucken wir noch hier rum in die Dusche, bodengleich, gefliest, auch wunderschön mit diesen Sollenhofer-Platten. Auch da muss euch klar sein, diese helle Fuge, die an der Wand so ein schön flächiges Bild gibt, wird natürlich dann im Nassbereich mit der Zeit dunkel. Dann sieht das einfach ein bisschen anders aus, aber das Material an sich ist total widerstandsfähig und wirklich echt zeitlos schön, wie ich finde. Eine Unterputzarmatur wäre bei dem Hersteller auch Standard. Diese jetzt nicht. Klar, ihr habt immer den Nachteil, wenn da was ist, müsst ihr halt die Fliesen abklopfen. Bei einer Aufputzarmatur ist das Problem nicht gegeben. Sieht aber natürlich schick aus. Und wenn ihr so einen großen Regenduschkopf habt und dann da hinten noch so eine Sitzbank, was in der Dusche übrigens echt super ist, auch überlegen, ob man den nicht vielleicht ein bisschen weiter nach vorne setzt. Von der Breite haben wir hier 1,10 Meter, die Tiefe ist 1,80 Meter. Das heißt, es funktioniert auch wirklich auf jeden Fall alles wunderbar ohne zusätzlichen Spritzschutz. Die Technik ist jetzt 15 Jahre alt, die Geräte müssen wir uns nicht anschauen. Aber hier unten im Keller gibt es noch einen Technikraum und Abstellflächen. Das Ganze ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die komplett innen aufgestellt ist und eine Fußbodenheizung. Ansonsten braucht er nur Wasserspeicher, Lüftungsanlage gibt es keine, würde der Hersteller aber auch bauen. Dann gibt es hier nochmal so einen kleinen abgetrennten Bereich und hier nochmal tatsächlich einen Raum, der auch mit so einer Abgrabung natürliches Tageslicht hat, sodass man hier unten auch noch mal einen Hobbyraum, einen Hauswirtschaftsraum, Gästezimmer oder Büro unterbringen kann. Ich habe euch ja noch eine Info zur Holzfaserdämmung versprochen. Die gibt es bei diesem Hersteller tatsächlich bis Ende des Jahres für Wand und Decken ohne Aufpreis. Das Haus ist auch förderfähig nach der neuen KfN-Förderung, klimafreundlicher Neubau. Da hat der Hersteller eigene Auditoren, sodass das auch wirklich funktionieren kann. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, auch noch mal mehr zu individuell geplanten Stadtvillen, findet ihr das Haus auch noch mal in der aktuellen Ausgabe unseres Hausbauhelden-Magazins. Ausgabe 723 ab 30. September am Kiosk. Wo ihr das noch bekommen könnt, habe ich euch unten auch noch mal verlinkt. Und da findet ihr auch einen Link in unsere Hausdatenbank, wo ihr euch die Grundrisse noch mal in Ruhe anschauen könnt. Wenn ihr noch mehr Videos von dem Hersteller sehen wollt oder noch Infos zur Förderung braucht, auch da habe ich euch noch mal zwei Videos verlinkt. Das Haus ist geöffnet im Deutschen Fertighauscenter Mannheim mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, wenn ihr es euch selber anschauen wollt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.